Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Part von Last Epoch. Ja, wir haben den Summon Spriggan Spell freigeschalten und holen uns noch den Spriggan Transform Spell. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man dem sagt. Schauen wir mal kurz. Einfach Spriggan Form, genau. Und ja, danke schön, dass der erste Part so gut ankam. Der zweite Part ist auch schon relativ gut am vorwärts kommen. Und ja, das zeigt, ihr wollt Last Epoch sehen und deshalb mache ich natürlich gerne ein bisschen mehr. Jo, wir müssen unbedingt jetzt den Drachen erledigen und den anderen. Ja, diesen Belial-Verschnitt und der ist beim Risen Lake, glaube ich. Machen wir den zuerst, der ist ein bisschen cooler. Der Drache nervt ein bisschen. Die sind halt immer so richtig zäh und kraftvoll mit einer Attacke. Jo. Also. Wir legen kurz die Gegner, damit wir hier ungestört reinkommen. Weil während den Ladenzeiten könnt ihr auch angegriffen werden. So. Ja, mir gefällt das Spiel riesig gut. Also ich bin jetzt wieder mega motiviert, mal vorwärts zu kommen. Ob der Build jetzt wirklich sehr endgame-tauglich ist, weiß ich nicht. Es gibt kaum Bild davon. Wenn, dann ist es wirklich auf den Vines. Die können wir auch skillen dann mal für den Anfang. Aber wir müssen einfach bedenken, die sind sau langsam. Also wenn die mal angegriffen haben, dann ja, machen sie halt One-Hits oder so. Aber bis sie angreifen, ist man verletzlich und das mag ich nicht so. Ich mag nicht so vorbereitete Skills oder so. Ist mir ein bisschen zuwider zum Spielen. Ich bin eher so der smoother Player. Ja. Ich muss Builds spielen, die smooth sind. Zum Beispiel hier die ganze Zeit Stacheln schießen. Jo. Volle Stacheln. Ja, jetzt schauen wir noch gleich kurz, wie lange wir noch brauchen. Ich brauche unbedingt den Spriggan zusammen. Also Spriggan Form Spell. Okay, ich dachte, da war ein Item, war so ein Strahl. Schauen wir doch kurz beim Druid. Ja, es geht schon noch vier, hä? Noch vier Level. Zwei bekommen wir ja von einer Quest dann, die wir auch noch machen. Einfach nicht wundern, wir machen jetzt gerade nicht so weiter mit der Hauptstory, sondern machen kurz ein paar Nebenquests, damit wir einfach stärker sind. Und die sind sehr interessant, vor allem die Schatztruhen-Quest ist da noch interessant. Ja, das Höhlensystem, das ist endlich mal so eine Höhle, die wirklich wie ein Dungeon aussieht. Und Path of Exile und Diablo 3 ja, hatten einfach immer wieder diese Dungeons gefehlt. Ja, ich bin ja auch auf der Suche nach jemandem, der mir ein bisschen helfen kann beim Spiele machen. Ich möchte dann ein Game machen, wo man richtig schwere, große Dungeons durchqueren muss. Für die Profis oder die Viehzocker dann. Und ja, das fehlt mir ein bisschen. Also es ist immer noch da, das Game. Vielleicht über das gleiche wie hier, Unity Engine. Dieses Game. Und wahrscheinlich auch so gute Grafik. Ja, am Anfang vielleicht noch nicht so. Wird sich dann aber bessern sicher. Ja, und ja, Spaß habe ich an der Entwicklung. Brauche einfach jemanden, der mir ein bisschen helfen kann. Alles zu wissen, wie es geht. Okay. Genau, jetzt machen wir mehr Schaden. Das ist super. Aber wir müssen diesen Skill einsetzen, den können wir noch nicht einsetzen. Ja, das ist Healing Wind, das ist von der Spriggan-Form. Ja, Summon Spriggan. Ja. Wir haben einen Healing Totem dann. Also das ist ein Bild, das ich immer wieder selber heilen kann. Das ist wunderbar. So, Clerics sind auch keine Probleme, sind auch keine Probleme. Ja, wir machen mehr Schaden in der Aura, deshalb sollten wir auch in der Aura bleiben.
einfach ein paar viele Gegner hier. Das macht unser K-Speed wieder ein bisschen runter. Ja, wir haben jetzt noch nicht so AOE, also ja. Ich hoffe einfach, dass das gut geht. Mit fehlendem AOE. Es hat keinen so mega Bild, der jeder spielt. Und ich habe es auch extra so gemacht. Ich will nicht Builds kopieren. Das ist bei mir nie toll. Also, ich habe nie Spaß an etwas kopieren. Ich will immer selber irgendwas machen. Okay, da kommen noch ein paar andere. Okay, setzt die Fähigkeit nicht ein, das ist super. Ja, er setzt die Fähigkeit in. Ja, jetzt setzt er die Fähigkeit. Unbedingt rausgehen. Okay. Das bringt halt das gut durch, der bekommt 50% weniger Schaden. Ja, man merkt. Okay, irgendwo war der Boteneffekt nicht da. Ja, Boteneffekt sieht man nicht so gut. Er glitscht durch dieses Holzzeugs durch. Boah, den haben sie aber auch mega verstärkt. Unter Pro. Der hat so viel Leben bekommen. Und jetzt kommt noch die zweite Form. Diesen Wurm aus Akt 2, glaube ich, kommt wieder raus. Ja, wir machen sehr wenig Schaden noch. Gegen Bosse sind wir halt noch nicht stark. Das haben wir. Ich habe ja lange gebraucht bis zum vor dem End da. End of Time. Der Boss im Tempel drin. Der habe ich lange gebraucht. Aber das sieht man ja. Die Entwickler tun halt nicht immer buffen. Die schlechten Beats werden nicht immer gebufft. Das finde ich doof. Ja, dann müssen wir natürlich auf Stärke machen. Dann müssen wir uns noch ein bisschen verstärken. Gut, dann haben wir das geschafft. Dauerte halt ein bisschen. Aber ja, ich bin halt einfach ein bisschen ungeduldiger, weil ich so viel spiele. So viele Action-Rundspiel spiele, möchte ich natürlich schon ein bisschen schneller vorwärts kommen. So, jetzt haben wir einen Skill-Slot. Jetzt können wir uns nochmal verstärken. Gehen wir dafür einfach mal. Nein. Hier hin. So. Gut, wir haben hier ein paar Idole, die wir eigentlich gut tragen könnten, wie zum Beispiel Spell Damage, wenn ich einen aktiven Totem habe. Das geht leider nicht. So, und einen Hoch gibt's nicht. Cold Damage brauchen wir nicht. Ja, nehmen wir doch den 7er. So, Eisdorns ist nicht so gut. Und hier haben wir Spell Damage. Wir brauchen also wenn wir hier hingehen, haben wir einen verloren. Das ist Mana Gain. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. So, jetzt probieren wir einfach mal den Drachen zu machen. Oder sollen wir zuerst? Ich denke, weil wir ja keinen Boss hier haben, machen wir das zuerst. Ich hoffe, der Drachen reicht dann noch. Den muss ich doch unbedingt zeigen. Bin doch Drachen-Fan. Okay. Da die Gegner hier low-leveliger sind, geht das auch schnell genug. Das schaffen wir noch.
Mein Ziel ist es, diesen Paten Drachen zu zeigen. Deshalb rushen wir auch ein bisschen durch, weil die Gegner sowieso low-levelig sind. Das ist ja auch nicht nötig. Und das ist so eine Quest, die halt einfach erst später so gut machbar ist. Es ist zwei Skills-Punkte gibt und die sind halt nicht vor dem End of Time einsetzbar. Da wir zuerst Klassenwechsel haben müssen. Aber viel angenehmer wieder dieser Dungeon, sagen wir, Portal-Zeugs da in dem Void. Ist natürlich schon ein bisschen höherleveliger. Vielleicht haben die gute Resistenz gegen physische Spells. Okay. Da der Golem. Also eben diesen Eisturm-Spell ist halt wirklich nicht gerade so gut gegen Einzelgegner. 7 Increased Quest Speed. Nehmen wir doch. Je schneller wir sind, desto besser. Ja, da wir so gute Heilung haben, ist es egal, ob wir dort durch die Lava-Explosion gehen. Das sind so Attacken von den Gegnern, die unnötig sind, weil man einfach gebremst wird. Deshalb doch lieber einfach durchlaufen und uns heilen. Ist doch viel besser. Gut. Wir kommen ja schnell durch. Ich habe gemerkt, dass wirklich Leute langsam immer wieder gelangweilter werden. Ich hoffe, ihnen geht's gut, sie haben keine Depressionen und so weiter. Kann schon sein, dass das die Depressionen sind oder so. Aber ich merke immer wie mehr, ich müsste die ganze Zeit schneiden oder so Sachen. Und die Leute sehen, dass ich nicht schneide und ja, sind da deshalb sehr unmotiviert. Einfach überspringen, ihr müsst diese Sachen nicht schauen, die langweiligeren Sachen. Das ist einfach das Game und Games sollte man halt, also Videos sollte man nicht neiden von Games. Das ist eine falsche Einstellung, die viele haben. Weil die Games geben uns ein bisschen Ruhe und ja, das Game geht dann länger, oder? Das brauchen wir ja unbedingt, dass die Spiele länger gehen. Und deshalb ist es trotzdem auch ein bisschen etwas Positives. Ja, sonst machen wir den Drachen halt nächsten Part, weil die Wege sind doch ein bisschen länger. Ja gut, ich bin einfach einer, der gerne einfach ein bisschen weniger lange braucht. Sind die Länge der Levels ein bisschen unterschätzt. Schon längere Zeit nicht mehr so gespielt hat, weiß man das ja auch nicht mehr so richtig. Ah, diese Spinnen. Die kommen immer wieder im Hintergrund her und halten die Summons auf. Explodieren alles. ich weiß noch, wie detailarm es hier ausgesehen hat in der ersten Version. Also anfangs Beta. Sah das noch wirklich schlecht aus. Schade, dass ich erst in der Beta reinkommen konnte. Aber ich wollte nicht so viel Geld ausgeben. Und ja, dem Spiel zuerst mal ein bisschen Zeit geben. Also Unfertiges hat nicht gut Livestream oder Let's Playbar ist. Ich hab's genau wegen den Livestreams eigentlich dann schon früher gekauft, aber noch nicht so früh. Und das ging ja nicht gut, weil
Der Hintergrund wurde aufgenommen zuerst. Danach wurde, ja, musste ich in den BG-Modus wechseln und da hat man halt immer wieder die Werkzeuge hinten dran gesehen am Anfang und am Ende. Und jetzt ist es auch gefixt worden. Dank Windows 10 Einstellung ist das gefixt worden. Ja. Das kannst du natürlich wieder gut Let's Playen. Ja, Livestreams sind gar nicht so beliebt von diesem Spiel. Also, es kommen halt nicht neue Leute und die alten wollen es, also die Follower wollen es jetzt nicht unbedingt sehen. Deshalb habe ich gedacht, ja, mach's mal nicht. Aber wenn ihr wollt, kann ich die natürlich auch zeigen. In einem Livestream. Also, wenn ich jetzt einen neuen PC habe, kann ich nur währenddessen auch aufnehmen. Und da werde ich halt eher abgelenkt. Auch. Zuerst brauchen wir noch ein Level. Nein, nicht dort hinten. Noch ein zweiter. Oh, Mann, diese Ladezeit. Das Spiel hat einfach zu lange Ladezeiten für so ein schnelles Spiel. So ein Entschlackungspatch wäre mal nicht schlecht. Die Größe der Daten entschlacken. Ah, oh, nicht immer so blöde Drops. Das sind immer so. Die Drops, die droppen immer. Also diese Sachen, Unix droppen immer. Ja, wir sind noch nicht ho hochlevel genug, damit bessere Sachen droppen. Sind halt wirklich wahrscheinlich Level 1 oder Level 15. Level 5 sind alles, ja, noch nicht so die wahren Super Drops. Ich suche immer noch ein paar Ranger-Items. Ich habe Ranger jetzt nicht unbedingt so extremst gezockt. Bis Level 50. Und natürlich auch ein paar der neueren Items fehlen mir natürlich noch. Ah, Geister. So, also es reicht noch locker, den Drachen zu besiegen. Sonst haben wir ein bisschen längeren Part, habt ihr verdient. So. Mit einem wirklich super Level, also ich liebe das Level. Das eine, das dann später mal kommt. Im fünften oder sechsten Akt. Das finde ich sogar noch besser. Da gibt es zwei Bosse oder sogar mehrere Bosse, also die taucht immer wieder auf. Weiß jetzt nicht genau, was der Grund ist, einfach um dieses Pedal Unique zu finden. Relikt Unique, das wir brauchen ab Level 35. 30, okay. Also bald können wir es einsetzen, dann sind wir wieder einen Schritt schneller. Okay. So, natürlich mehr Damage. Immer sehr wichtig. Damage für die Kleinen. Das einzige Blöde ist, dass er so weit angreift, das Samen spricht. Ein bisschen doof. Gut, wir sind beim Drachen angekommen. Besiegen wir ihn. Er wacht auf. Oh. Okay, wir haben recht gut. Tankiness. Das ist so geil, dass wir uns so schnell ein.
Raus, Junge! Vergeltung für diesen Angriff! Es ist einfach spektakulär, deshalb mag ich Drachen. Sehen wirklich cool aus. Das Portal muss eigentlich weg. Jetzt langsam ist ein bisschen schnell, hä? Schnaps gesoffen. So. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Ja, ein bisschen hat er schon getroffen, aber wahrscheinlich ein normaler Angriff. So weit Damage brauchen wir nicht. Gut, jetzt haben wir nochmal einen Skill-Slot, einen Idol-Slot, sorry. Ja. Und im nächsten Part kommen wir zur Summonspriggen, Spriggen-Form halt, ne. Ich sage immer Summonspriggen oder so. Bin jetzt gerade noch nicht so wach. Ja, ich habe extra ein bisschen ausgeschlafen, weil ich nicht einschlafen konnte. Es ist schon 11.36 Uhr und ich bin noch nicht wach. Na gut, wenn man halt so mega Training macht, so extrem müde Muskeln hat, ist man halt auch müde. So, die schaue ich mal, ob sie besser sind oder nicht. Und wir legen jetzt. Wir haben halt so wenig. Jetzt 53 ist besser. Das Problem ist, wir können hier wirklich auch nichts rein tun. Machen wir einfach die. Und warten auf das nächste Mal. So, haben wir hier die Puppe irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo die Puppe hin ist. Seit der Umstellung. Irgendwo versteckt. Hallo, Puppe, Püppchen. Da oben, oh Gott. Okay, 238, 343 Maximum. Eskaliert halt nicht so gut wie so die OP-Spells und so. Aber gut, dann Dankeschön fürs Schauen und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.